Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Knell das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt hat uns in den letzten Monaten ja besonders beschäftigt. Die Pandemie hat Konfliktsituationen zugespitzt. Hilfsangebote konnten nicht wie zuvor aufgesucht und in Anspruch genommen werden. Und die letzten Monate haben uns auch gezeigt, dass wir da alle das gleiche Ziel verfolgen, oder eben fast alle. Und jetzt kommt dieser Antrag, und das sind aus unserer Sicht 2,5 Seiten Stigmatisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Antrag verkennt völlig, dass Gewalt eher ein Problem des sozialen Milieus sein kann als ein Problem der Staatsangehörigkeit. Dieser Antrag ist ein Schlag ins Gesicht für alle Hessinnen und Hessen, die, wie Sie es nennen, patriarchalisch oder islamisch geprägten Herkunftsländern kommen, die hier friedlich und integriert leben, weil sie alle über einen Kamm scheren, so wie sie das bei allen Themen tun. Wir können, wir wollen auch nicht von der Hand weisen, dass es Gewalt gibt, dass es Gewalt in Partnerschaften gibt und dass es auch Gewalt an Kindern gibt. Das ist schlimm. Es bedarf aber keiner aufgeblähten Enquete-Kommission, um gegen familiäre und partnerschaftliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund und ausländischer Staatsangehörigkeit vorzugehen. Wir haben viele engagierte Ehren- und Hauptamtliche in Jugendämtern, in Frauenhäusern und den zahlreichen Anlaufberatungs- und Hilfezentren in Hessen. Und diese schützen Opfer, sie betreuen sie und sie leisten präventive Hilfe. Und das ganz unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Betroffenen. Das ist auch gut so. Aber klar, wir können und müssen auch einiges besser machen. Und da haben wir auch in den vergangenen Monaten jetzt wirklich auch schon oft darüber diskutiert. Genannt sei zum Beispiel der Ausbau der präventiven Täterarbeit. Es bedarf einer effektiven Strafverfolgung. Wir müssen Schulungen für Polizei und Justiz anbieten. Die Opfer müssen schnell und unkompliziert Schutz erhalten. Und wir müssen auch aufklären. Wir müssen aufklären über Geschlechtergerechtigkeit, über Respekt und Toleranz sowie über Gewalt und wie und wo es Schutz davor gibt. Wir brauchen eine effiziente Vernetzung der Hilfsangebote. In den vergangenen Monaten haben wir, wie gesagt, viel und oft über diese Punkte diskutiert. Und es gibt viel zu tun in dem Bereich der Gewaltprävention und Bekämpfung. Und dazu haben wir auch viele Ideen ausgetauscht. Und ich hoffe auch sehr, dass die Landesregierung diese Punkte aufgreift und die Situation für die Betroffenen verbessert. Aber dieser vorliegende Antrag hat jedenfalls keinen Beitrag dazu geleistet. Er hat nur wieder einmal gezeigt, was Sie für ein Menschenbild von den Antragstellern offensichtlich vertreten. Und das ist traurig und wird in keiner Weise dem gerecht, was wir in Hessen an friedlicher und kultureller Vielfalt erleben dürfen, die Vielfalt, die unser Bundesland auch so sehr bereichert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Knell. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Ravensburg zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Kampf gegen körperliche, gegen psychische und gegen sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, der Kampf gegen Verbrechen im Namen der Ehre und gegen Zwangsheirat ist und bleibt zentrale Aufgabe landespolitischen Handelns. Und es ist meiner Fraktion ein ganz großes Anliegen, hier zu handeln. Mit dem Setzpunkt, verehrte Herren der AfD, es ist ja, nachdem Frau Gersberg vorhin festgestellt hat, dass ihre einzig verbliebene Fraktionskollegin gar nicht anwesend war und dass Ihnen dann doch offensichtlich so peinlich war, dass Sie sie ganz schnell hierher gerufen haben, sonst hätten Sie bewiesen, dass Sie eigentlich nur im Männerchor hier auftreten. Das ist jetzt kein Beweis dafür, dass Sie jetzt der große Freund der Frauen hier im Landtag und hier im Lande seien.
Denn Sie sprechen von den ausländischen Frauen mit Migrationshintergrund. Meinen tun Sie aber die ausländischen Herren, nämlich die, gegen die sind Sie, gegen deren Art und Weise, die Sie so meinen, gehen Sie vor. Und damit tun Sie den betroffenen Frauen in keinster Weise helfen. Und ich bin auch persönlich völlig davon überzeugt, dass es Ihnen gar nicht um diese Frauen eben geht. Sie reduzieren die Opfer von häuslicher Gewalt ausschließlich, und das haben meine Vorrednerinnen schon gesagt, auf ausländische Migrantinnen. Sie nutzen das Leiden von gewaltbetroffenen Frauen für ihre politischen Zwecke. Sie nutzen die Traumatisierung von Kindern, die Gewalt in der Familie erleben müssen, für ihre Profilierungsversuche im rechten Lager, meine Damen und Herren von der AfD. Ihr Versuch, sich mit diesem Antrag etwa als Beschützer der ausländischen Frauen mit Migrationshintergrund darzustellen, ist nicht nur durchsichtig, sondern hochgradig beschämend. Eine Partei, die den politischen Mitbewerber jagen will, so haben Sie es formuliert, die den Nationalsozialismus verharmlost, die offen rassistisch agiert, die darf sich nicht als Anwalt für Menschenrechte darstellen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Meine Damen und Herren, Brandstifter gehören eben nicht in die Feuerwehr. Und deshalb ist es auch nicht wert, auf Ihren Antrag im Einzelnen einzugehen, sondern ich komme vielmehr zurück auf die umfangreichen Maßnahmen gegen häusliche Gewalt, die wir hier in Hessen bereits umsetzen. Und da stelle ich zunächst einmal fest, die CDU-Fraktion, und ich bin davon überzeugt, dass das ganze Haus das so sieht, wir verurteilen jegliche Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder, und zwar gegen alle Frauen und ohne Unterschied. Und es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt und schon gar nicht für Gewalt in der Familie. Ich sage aber auch klar, Gewalt kommt in allen Bevölkerungsschichten vor, und ich sage auch klar, jeder Fall ist einer zu viel. Die CDU-Fraktion begrüßt, dass die Landesregierung die Bekämpfung der häuslichen Gewalt als ressortübergreifende Aufgabe des Landes seit vielen Jahren begreift und umsetzt. Die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt, ich meine, Herr Dr. H.C. Hahn hat sie damals eingerichtet, im Justizministerium ist die zentrale Steuerungsstelle zur Gewaltbekämpfung. Die Landeskoordinierungsstelle koordiniert eben das Netzwerk gegen Gewalt auf Landesebene und arbeitet mit den runden Tischen auf kommunaler Ebene eng zusammen. Hier arbeiten alle Stellen, die bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kindern involviert sind, eng zusammen, ob das Frauenhäuser sind, die Frauenbeauftragten, die Polizei, die Kommunen, die Kindertagesstätten, die Schulen, die Jugendämter, die Sozialarbeiter und selbstverständlich auch die Beratungsstellen. Wir wissen, dass Frauen aus patriarchalisch geprägten Kulturen von besonderer Gewalt betroffen sind. Zwangsheirat und Gewalt im Namen der Ehre sind Formen von Gewalt, die wir hier nicht tolerieren. Und das hat dieser Landtag auch schon mehrfach festgestellt. Die Anerkennung unserer Grundrechte, ein gewaltfreies Zusammenleben, die Anerkennung des Rechts der anderen, Gleichberechtigung und Offenheit gegenüber Andersdenken gehören zu den Grundpfeilern unserer Demokratie, und da stehen wir dahinter. Gewaltprävention ist wichtig, und sie muss bereits in der Kita und in der Grundschule beginnen. Auf Grundlage des Bildungs- und Erziehungsplans sollen schon die Kleinste an den gewaltfreien Diskurs und das gleichberechtigte Zusammenleben der Geschlechter herangeführt werden. Gewaltprävention auch in der Schule wird in zahlreichen Initiativen fortgesetzt.
Beispielhaft nenne ich hier den Einsatz der ehrenamtlichen Richter und Rechtspfleger in den Rechtsstaatsklassen, die nicht nur in den Flüchtlingsaufnahmen, sondern mittlerweile auch in den Schulklassen sehr erfolgreich durchgeführt werden. Die Landesregierung bezieht die besondere Problematik der Ehrgewalt in ihre Präventionsarbeit im Netzwerk gegen Gewalt mit ein. Und so hat sich 2016 der landesweite Runde Tisch, Frau Brünnel hat es erwähnt, gegen die Gewalt im Namen der Ehre formiert. Ziel ist es, potenzielle Täter zu erreichen und sie abzuhalten. Beispielhaft will ich auch hier das Projekt Heroes erwähnen, das auch Frau Brünnel schon dargestellt hat. Denn der Landespräventionsrat überlegt sich Strategien, wie wir gegen diese Gewalt vorgehen können. Und das Land finanziert eben eine Maßnahme, bei der sich junge Männer von 16 bis 21 Jahre für die Gleichberechtigung und gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre einsetzen und das auch in die Peergruppen hineintragen. Das ist gute Präventionsarbeit. Hessen bekennt sich klar zu den Zielen der Istanbul-Konvention. Wir unterstützen das Hilfssystem gegen Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und wir stehen auch dazu, dass Frauen eine Zuflucht haben müssen, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen, als ihren Peiniger zu verlassen und sie nirgendwo anders unterzukommen. Und deshalb müssen wir uns auch über Frauenhäuser hier unterhalten und auch deren finanzielle Unterstützung. Und das haben wir auch hier schon im Landtag beraten. Und zwar gerade in der letzten Landtagssitzung, da brauchen Sie nicht sagen, dass Sie das jetzt hier erfunden hätten. Deshalb unterstützen wir eben neben den Frauenhäusern auch die Frauenberatungs- und die Interventionsstellen, die flächendeckend in Hessen zu finden sind, die Frauennotrufe, die Soforthilfe nach Vergewaltigung, denn es ist wichtig, dass Verbrechen dokumentiert und dann hinterher auch geahndet werden können. Und für mich besonders wichtig ist auch die Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen, denn das ist eine ganz perfide Gewalt. Ja. Täterarbeit ist ebenso ein wichtiger Bestandteil der landesweiten Strategie zur Bekämpfung von Gewalt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dass gewalttätige Männer lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen, um nicht erneut zu Täter zu werden. Und das ist auch sehr gut, dass sich auch immer wieder die Männer sehr dankbar zeigen, dass sie diese Möglichkeit geboten bekommen, wenn sie aus eigener Kraft hier nicht herausfinden. Und schließlich will ich auch erwähnen, dass die Fortbildung aller Kräfte, die in der Gewaltprävention tätig sind, sehr wichtig ist. Das hat eine große Bedeutung, denn die Präventions- und Interventionsmöglichkeiten müssen allen bekannt sein, und sie müssen auch wissen, welche Handlungsoptionen sie haben. Deshalb fasse ich, meine Damen und Herren, zusammen. Wir werden mit allen demokratischen Kräften weiter gemeinsam und entschieden gegen jede Form von Gewalt an Frauen und Kindern vorgehen. Und deshalb ist für uns ganz klar, wir werden den AfD-Antrag mit großer Entschiedenheit ablehnen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Ravensburg. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Richter von der AfD gemeldet. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ein wenig entsetzt über die Art und Weise, wie hier dieser Antrag aufgefasst worden ist. Und ich will Ihnen das erklären. Nein, ganz ehrlich, ich will es Ihnen erklären. Herr Richter, Sie dürfen nur zu der gerade zuletzt geredeten Redestellung. Ja, und darüber bin ich entsetzt, wie das aufgefasst worden ist. Genau, darüber bin ich entsetzt. Ein Tabu in der Gesellschaft wurde hier von uns aufgebrochen. Und auch in der letzten Rede war es genau so, dass darauf reflektiert worden ist, dass wir uns direkt, darf ich bitte kurz noch ausführen, bitte, dass wir direkt auf diese Kriminalität hier gezielt haben. Ja, das war Absicht, weil das ein Tabu in der Gesellschaft ist. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, dieses Tabu muss angesprochen werden.
weil Sie mit einem runden Tisch es nicht lösen. Sie haben Parallelgesellschaften in Hessen, die Sie nicht wahrnehmen. Und diese Parallelgesellschaft, vielleicht nehmen Sie sie auch wahr, aber Sie gehen dort nicht hinein in die Parallelgesellschaften. Und diese Parallelgesellschaften bieten Unterschlupf für Gewalt. Und genau diesen Frauen möchten wir helfen. Das ist der Ansatz dieses Antrags, nichts anderes als diesen Frauen zu helfen. Und jegliche andere Unterstellung weisen wir ganz, 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 ganz weit von uns, weil das passt überhaupt nicht. Danke. Danke, Herr Richter. Frau Ravensburg, Sie bekommen Gelegenheit zur Antwort. Sehr geehrter Herr Richter, Ihre Mordmeldung eben hat jetzt alles das bestätigt, was ich eben für über Sie gesagt habe. Nicht ich arbeite mit Unterstellung, sondern Sie argumentieren mit Unterstellung. Und auf diese Argumentation werde ich hier nicht eingehen, denn mit Ihnen ist eine sachliche Diskussion zu so einem Antrag, den Sie gestellt haben, nicht machbar und nicht möglich. Ich habe unsere Haltung klar zum Ausdruck gebracht, und dem brauche ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ravensburg. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne ja langsam, die Setzpunkte der AfD zu mögen. Das hört sich ein bisschen pervers an, ich weiß, aber es ist... Es sind wunderbare Gelegenheiten zur Selbstdemaskierung, und ich finde, heute ist das wieder exemplarisch vorgeführt worden. Und ich will den Kolleginnen ausdrücklich danken, die den Antrag und den Redebeitrag auch schon mal grundsätzlich eingeordnet haben. Und wissen Sie, Herr Richter, Sie und Ihre Fraktion haben jeden einzelnen Satz, der über Sie gesagt wurde, durch Ihre schenkelklopfenden Lacher, insbesondere zu den ersten Redebeiträgen der weiblichen Rednerin hier, bestätigt. Genau das haben Sie getan. Sie wollen sich hier als die Beschützerin von Frauen und Mädchen aufspielen. Sie gehen sogar so weit, sich zu den Beschützerinnen der Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund aufspielen zu wollen. Und dann wundern Sie sich, dass das nicht unwidersprochen bleibt. Es war Ihre Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, ich darf noch einmal daran erinnern, die von Kopftuchmädchen und sonstigen Taugenichtsen gesprochen hat. Und das zeigt doch ganz genau, wie Sie über Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund denken. Ich will noch einmal wiederholen, was ich auch schon zu Beginn der beiden Debatten, die wir über Femizide und den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt in den letzten Plenarrunden geführt haben, gesagt habe. Diese hessische Landesregierung unterstützt und schützt Frauen und Kinder, die Opfer jeder Form von Gewalt geworden sind oder die traumatisierende Erfahrungen erleiden mussten. Und diese Gewalt gibt es innerhalb wie außerhalb von Familien. Es gibt sie leider, und wir setzen uns damit auseinander. Und so wie es sie innerhalb und außerhalb von Familien gibt, betrifft Gewalt gegen Frauen und Mädchen, anders als hier vorgetragen, nicht primär Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Geschlechtsspezifische Gewalt gibt es leider in schwersten Formen in allen Teilen der Welt, in allen soziokulturellen Milieus. Und das Einzige, was ihr gemein ist, ist, dass sie in der Regel von Männern ausgeht. Und wer ein solches Thema ernst nimmt, der muss genau hinschauen, statt Vorurteile zu pflegen oder angebliche Tabus zu brechen. Es gibt auch an dieser Stelle überhaupt kein Tabu. Ihr Antrag bietet dazu aber leider nichts. Und um es auch klar zu sagen, ja,
In traditionalistisch hierarchisch geprägten Familien gibt es Zwangsverheiratung und Ehrgewalt. Und deshalb klären wir doch mal zunächst, was wir damit eigentlich meinen. Ehrgewalt, das sind Gewalthandlungen, die aus einer vermeintlichen kulturellen Verpflichtung heraus begangen werden, um die bedroht geglaubte Familienehre zu erhalten oder wiederherzustellen. Und diese Form der Gewalt gibt es unabhängig von der jeweiligen Religion, besonders in patriarchal geprägten Gesellschaften. Und es liegt auf der Hand, dass das nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Und darum bekämpfen wir diese Form von Gewalt in Hessen auch schon lange. Und wenn man das nicht wahrnehmen will, wir haben ein sehr solides Netzwerk geknüpft, ein Netzwerk, das gut informiert und abgestimmt, gezielt und strukturiert genau gegen solche Gewalthandlungen vorgeht. Und wir fördern das in beträchtlicher Höhe in diesem Jahr mit 450.000 Euro auch intensiver denn je. Es braucht also weder eine Enquetekommission noch eine neue Gesetzgebung. Wir arbeiten an der Prävention von Gewalt gegen Frauen längst intensiv, weil uns dieses Feld wichtig ist. Und darüber hinaus ist ja auch die Istanbul-Konvention, die uns schon mehrfach in den letzten Monaten beschäftigt hat, seit fast 3 Jahren in Kraft. Und auch da sind ja gesetzliche Verpflichtungen zur Prävention wie auch der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt geregelt. Und sie verpflichtet uns dazu, und zwar im Rang eines Bundesgesetzes, die ergriffenen Maßnahmen zur Gewaltbekämpfung auch regelmäßig zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Und damit ist die Istanbul-Konvention maßgeblich für das Handeln der gesamten hessischen Landesregierung, was die Vorbeugung und den Schutz vor geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt angeht. Und übrigens, werte Kollegen der AfD, weil Sie ja so sehr auch die Istanbul-Konvention hier in Anspruch genommen haben, gleichzeitig aber, als es um Gender Mainstreaming ging, protestiert haben. Die Istanbul-Konvention erfasst Gewalt, die wegen des biologischen oder sozialen Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität und Genderstereotypen, der Ethnie oder der Religion ausgeübt wird, in jeder Ausprägung. Und wissen Sie, wenn Sie sich so für die Konvention einsetzen, dann gehe ich jetzt ab heute davon aus, dass Sie akzeptiert haben, dass beispielsweise das binäre Geschlechtermodell überholt ist. Ja, Sie müssen sich entscheiden. Da müssen Sie sich entscheiden. Und um die Istanbul-Konvention umzusetzen, entwickeln wir die hessischen Aktionspläne, die es schon gibt, weiter. Und wir entwickeln auch neue Maßnahmen. Und dabei ist die Prävention von Gewalt in patriarchalisch geprägten Gesellschaften ganz explizit ein Thema. Und da können wir uns in Hessen wirklich glücklich schätzen, dass wir gleich mehrere multidisziplinär zusammengesetzte Fachgremien, aber auch sehr effektiv miteinander arbeitende Netzwerke haben, beispielsweise den Landespräventionsrat. Die Expertinnen und Experten dort, die als Sachverständige ein ganz wesentlicher Partner der Landesregierung sind, nimmt Ihr Antrag allerdings genauso wenig zur Kenntnis wie auch die anderen Maßnahmen und Strukturen, die es gibt, beispielsweise die Arbeitsgruppe Ehrgewalt, Prävention von Gewalt in patriarchalischen Strukturen, eben dieses Landespräventionsrats, in der Sachverständige aus Praxis und Wissenschaft mitarbeiten und diese schon seit 2018 intensiv mit diesem Komplex auseinandersetzt und unsere Präventionsbemühungen unterstützt. Und speziell zum Thema Ehrgewalt ist es so, dass gerade in den letzten Jahren die Zahl der kommunalen Rundentische noch einmal außerordentlich gewachsen ist. Wir haben 2016 auch den landesweiten Rundentisch gegen Gewalt im Namen der Ehre formiert, um weitere Impulse zu setzen. Und selbstverständlich, auch hier darf ich auf die vorangegangenen Debatten verweisen, sind uns der Erhalt und der Ausbau der Kapazitäten des Frauenunterstützungssystems besonders wichtig. Deshalb haben wir vereinbart, dass die Frauenhäuser, die Frauennotrufe, die Beratungs- und Interventionsstellen entsprechend der Istanbul-Konvention weiter gefördert werden und dass sie sich baulich erneuern und ausbauen sollen. Und dafür stehen in Hessen seit diesem Jahr und bis ins Jahr 2023 jährlich
etwa 2,1 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen zur Verfügung, die wir ab nächstem Jahr auch mit Landesmitteln kofinanzieren. Außerdem haben wir im Rahmen des Sondervermögens 3 Millionen Euro für den Schutz vor Gewalt gegen Kinder und Frauen in Krisensituationen zur Verfügung gestellt. Sie sehen, wir helfen den Einrichtungen des Systems und auch des Kinderschutzes, die pandemiebedingten Kosten abzufedern und auch den Vorgaben dort gerecht zu werden. Und darüber hinaus steht seit diesem Jahr erstmals über 1 Million Euro für Einzelmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zur Verfügung. Und auch das ist eine Summe, die sich im Ländervergleich durchaus sehen lassen kann. Wir haben 2019 das Drei-Regionen-Modell Hessen gegen Ehrgewalt gestartet, um Prävention und Schutz speziell vor Ehrgewalt zu stärken. Einige Mitglieder dieses Hauses waren ja auch bei der Eröffnung zugegen. Und dieses Modell unterstützen wir aus meinem Ministerium sowohl finanziell als auch konzeptionell, um flächendeckend Zugänge zu qualifizierter Beratung und zu effektivem Schutz für alle Personen, die davon betroffen sind, zu schaffen und gemeinsam auch Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Wir wollen das Wissen und die Praxiserfahrung aller Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich nutzen, um diese Konzepte weiterzuentwickeln. Deshalb stärken wir auch die Aus- und Fortbildung. Ich darf ein weiteres Beispiel an dieser Stelle nennen. Die Initiative Hessen engagiert gegen FGM hat gerade in jüngster Zeit Fortbildungsangebote zum professionellen Umgang mit weiblicher Genitalverstümmelung entwickelt, die sich ausdrücklich an Fachkräfte aus staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen richten. Vielleicht fällt sie mir deshalb ein, weil sie mir besonders wichtig ist, Frau Böhm. Das könnten Sie ja auch zur Kenntnis nehmen. Und deshalb abschließend, wir setzen die Istanbul-Konvention um. Wir berücksichtigen besondere Schutzbedarfe. Wir bauen innovative Schutzangebote und professionelle Netzwerke aus. Diese Landesregierung und auch Sie als Haushaltsgesetzgeber unterstreichen die Priorität von Prävention und Schutz vor Gewalt im Geschlechterverhältnis und für besonders vulnerable Personengruppen schon seit Längerem. Und diese Landesregierung wird dieses Engagement in dieser Legislaturperiode auch mit noch höherem Nachdruck fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Antrag der AfD-Fraktion mit der Drucksache 20-3678 zur weiteren Beratung in den SIA überweisen. Kein Widerspruch? Dann machen wir das so. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Abgeordnete Rolf Kahn von der AfD-Fraktion ab 16:30 Uhr entschuldigt ist.